Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Planet Crafter. Ich habe noch nicht alles verräumt, aber liegt auch daran, dass jetzt jeden Moment auch es soweit ist, dass die Drohnenstation frei ist. Und das wollte ich natürlich mit euch gemeinsam haben. Weil die ist ja dann falsch. Da bist du. Da rein und da rein. Die seltene Larve dann in ihren Schrank. Und dann haben wir eigentlich, dann haben wir eigentlich schon die 50 erreicht. Und dann können wir die 53 ein, jawohl. Gut, dann können wir jetzt die Drohnenstation bauen. So, und da kümmern wir uns heute mal drum, dass wir das haben. So, und jetzt sieht man das auch an den Schränken, glaube ich. Ach, geht es mit den Schränken gar nicht? Erst wahrscheinlich, wenn ich die Drohnenstation baue, ne? Ich dachte, ich kann das in die Schränke auch sammeln lassen. Wo ist das Zeichen? Komisch. Naja, gut. So, ihr zwei da noch rein. Dann haben wir dreimal Pulsarquarz. Ich glaube, so habe ich gar keinen Pulsarquarz mehr. Nö. Ist egal, schmeiße ich jetzt mal da raus. Wird alles noch in den Schrank bekommen. So, was brauchen wir für die Drohnenstation? Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen von diesen Kernfusionsbrennstoffzellen. So. Aber die habe ich ja noch gar nicht. Doch. Freilich habe ich die. Ach so, warte mal, die muss ich ja da drüben freischalten. Dafür brauche ich noch mehr von dem. Nee, drei Pulsarquarz. Ja, ach. Cool, dann haben wir. Dann haben wir genau das, was wir brauchen. Das ist ja ideal. Und noch zweimal Osmium. Osmium, das Haubmium. Zwei habe ich gesagt. So, Kernfusionszelle, die bringt halt 80 Terra-Token. Ne? Wenn ich dann später Pulsarquarze herstellen kann, dann kann ich damit natürlich richtig gut handeln. So, jetzt machen wir erst einmal das Ding. Dann brauchen wir einmal den Superlegierungsstab. Wir brauchen einmal, ich erkenne das immer nicht, einen Osmiumstab. Osmiumstab, 9 Stück. Und dann brauchen wir 3 von den Platinen. Und dann können wir dieses Ding bauen. Und da habe ich ja gesagt, das will ich hier irgendwo herstellen. Eigentlich wollte ich das hier mitten reinstellen. Ist da was drin? Nein. Weg mit dir. Weg mit dir. Du liegst im Weg rum. Dann würde ich sagen, stellen wir die jetzt halt einfach mal daher. Vielleicht finde ich dann später einen besseren Platz. Aber ich würde jetzt ja sagen, hier einfach an die Stelle, das ist doch okay. Zack. Oh Mann. Verbraucht 12.600. Uns fehlen halt echt 600, fast 700, wenn wir dieses Ding bauen. Ich tue das nochmal weg, dass es laufen kann. Ich lasse aber das Zeug einstecken. Wir haben ja Schwarzpulver reinbekommen. Das heißt, ich kann jetzt halt hier mal 6 Stäbe rausnehmen. 2 Schwarzpulver, Superlegierung. Halt, Superlegierung. Zweimal. Dann insgesamt 6 Mal Wasser. So, dann Schwarzpulver. Genau noch 2 Stück, ne? Jetzt weiß ich halt trotzdem nur nicht, ob das ausreichen wird. Ist aber jetzt nicht schön. Naja, gut. Was soll's. Später werde ich die Teile wahrscheinlich eh wegbauen. Ey, was bist denn du heute so zittrig, ey? Das ist ja Wahnsinn. Die Maus flutscht heute so. Du willst nicht, ne?
komm, mach hin. Mach hin jetzt. So, wir haben 1278 haben wir jetzt verfügbar. So, das reicht. Nein, das reicht nicht. Jetzt ernsthaft? Wir brauchen 1275? Ja, okay, wegen 3, ne? Okay, also die können wir aufbauen, aber dann können wir keine Drohnen können wir uns nicht bauen, ne? So. Drohne. Transportiert Materialien, genau. Raketentriebwerk, Eisen, okay. So, kann ich Raketentriebwerk bauen lassen? Ich glaube, ein paar kann ich bauen. Deswegen gebe ich... Jetzt ernsthaft? Die will? Ich habe Uran, ich habe Iridiumstab und ich habe Superlegierung. Halt. Uran? Iridium? Superlegierung. Ach, wahrscheinlich ist dann ganz da hinten die Superlegierung nicht mit drin. Kann das sein? Hä? Doch, die ist doch mit drin. Komisch. Ach so. Oh Mann, du bist aber auch so dumm, das brummt, ne? Tut die mal raus und dann klappt es auch mit dem Triebwerk. Doof, ehrlich. Doof, 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 da helfen keine Pillen. So. Jetzt haben wir nämlich auch dieses Zeichen hier und jetzt können wir nämlich auch hier sagen, Nachfrage, bitte hier immer Eisen rein. Die Priorität lasse ich auf 0. Also natürlich ist der Schrank voll, aber ich kann ja jetzt hier einfach rausnehmen und das bringen ja dann die Drohnen, wenn ich denn welche bauen würde, würden die quasi das Zeug hier reinbringen. So. Das ist jetzt ein ewiger Einstell-Dingsbums, weil das muss ich ja nicht bloß bei den Schränken machen, sondern das muss ich ja bei jedem Ding machen. Oh, nett. Her damit. Stell ruhig noch her, so viel wie geht. Also jedes Ding ist gut. Jedes Triebwerk. Weil wir werden einiges brauchen an... was warst du? Du warst eine gemeine Larve. So. Weil wir werden viele Drohnen brauchen. So, dann lass das jetzt mal. Okay. Dann mach mal weiter bitte mit Superlegierung. Weil da haben wir ja genug Material. Alu habe ich nur nicht so viel, ne? 2 Alu. Ja, Alu muss ich unbedingt holen. So. Ich muss nochmal drauf gucken. Leiterplatte und Eisen. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal 10 Stück davon. Das ist schon mal der Anfang. So. Okay. Jetzt haben wir genug Drohnen. Also jetzt haben wir 10 Drohnen. Die haben jetzt natürlich noch nichts zu tun. Aber das stellen wir jetzt ein. So. Also, hier dann natürlich. Zack. Angebot Eisen. Und dann sollten eigentlich schon die Drohnen anfangen, hier zu flitzen. Jawohl. Dann flitzen sie jetzt halt nämlich. Die machen jetzt den Schrank voll. Jawohl. So, dann haben wir hier Angebot Kobalt. Angebot Magnesium. Angebot Silizium. Habe ich das jetzt in Angebot gemacht oder?
Nein, ich habe das bei Nachrichtenordnern. Angebot, meine Güte, ey. Wie kann man nur so verwirrt sein? Da habe ich es als Angebot und da habe ich es ja auch als Angebot. Also, so. Silizium haben wir richtig eingestellt. Jawohl. Dann haben wir hier Angebot Titan. Was ist eigentlich das hier? Ach so. Da kann ich alles reinschieben. Wie kann ich auch alles wieder löschen? Okay. Angebot Titan. Und Angebot Schwefel. Dann haben wir jetzt erst einmal die Grundsachen, die jetzt dann verräumt werden. Ich muss jetzt bloß hier noch weitermachen. Ich glaube, dich habe ich ja eingestellt, ne? Jawohl, Nachfrage. So. Nachfrage Eisen. Eisen. So, dann tun wir mal das Zeug hier raus. Weil es hat ja da nichts zu suchen. Verräume natürlich dann auch erst einmal das Zeug. So. Hier haben wir Nachfrage Silizium. Also ich meine, hier flitzen sie jetzt natürlich recht schnell. Also da machen sie jetzt halt wirklich schnell die Schränke voll. Also zumindest halt mit dem... Achso. Du musst es einstellen. Nachfrage Silizium. So, die Prio lasse ich hier überall auf 0. Also es gibt ja die Prios minus, also minus 1, und es gibt die Prios bis zu 5. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die Prio 0 einfach die höchste Priorität ist, oder besser gesagt, wenn ich es auf 1 mache, also dass 1 die höchste ist und 5 die niedrigste. Vermute ich jetzt mal. Nee, nicht Angebot, sondern bitte Nachfrage, Silizium. Dann könnte ich eigentlich auch hier das Ganze mal machen, dass es auch einmal erledigt ist. So, dann haben wir hier Kobalt. Können wir gleich auch hier kopieren, dass wir das haben. So, Nachfrage Kobalt. Kobalt, das dauert halt jetzt leider ein bisschen. Ich werde das wahrscheinlich dann alleine nochmal machen, weil das... Oh! Weil das, glaube ich, ist einfach ein wenig zu viel des Guten. Seltene Larven. Achso, ich habe gar keine Larven mehr einstecken. Dann schnappen wir uns mal eine Bohne schnell. Und trinken ein Schlückelein Wasser. Schnappen uns eine... Ja, von mir aus kommen Schnapse, weil der Schrank ist ja auch noch nicht voll. Mit den gemeinen Larven. So. Machen wir zumindest den Kobalt noch fertig, ne? Nachfrage Kobalt, dass wir das wenigstens miteinander machen. Alles andere mache ich dann alleine, weil das dauert einfach eine ganze Zeit lang, bis ich da durch die ganzen Schränke durch bin. Aber es wird wahrscheinlich schnell gehen, dass die Teile voll sind, weil sobald da die Maschine vorne ein so ein Ding ausspuckt, fliegt sofort eine Drohne los und holt das Zeug. Was wir vielleicht machen sollten unbedingt. Nachfrage Kobalt. So, was wir vielleicht machen sollten unbedingt, das ist beim... Weil Alu habe ich ja nicht, ne? Alu muss ich ja hier machen. Das heißt also, wir gehen jetzt mal zu dem Extraktor. Da wollte ich ja auch einmal an ST3 hinstellen.
Hier lassen wir halt jetzt halt einfach alles holen, solange ich jetzt halt nicht den Extraktor ST3 da habe. Machen wir jetzt halt einfach mal das hier. Angebot haben wir im Grunde. War das Steuerung oder war das Shift? Ah, mit Shift, okay. Mit Shift, dann können wir das nämlich hier alles rausholen lassen. Das sind ja eigentlich die insgesamt 6 gängigen Teile, die hier spawnen können. Dann holen die uns nämlich das Zeug hier raus. Hoffe ich zumindest, dass die Drohnen hierher kommen. Ah ja, da sieht man sie schon. Sind sie unterwegs. Yay! Tschung, tschung, tschung! Toll, also mit 10 Stück ist schon mal ein ganz guter Anfang, denke ich. So, ich sollte zumindest noch bei ein paar von den Schränken noch angeben, dass die sammeln, weil das wäre sonst Blödsinn hier. Magnesium, ich gehe jetzt mal hier hinten auf den Schrank, dass wir hier noch Nachfrage machen. Magnesium und hier noch Magnesium. Dass zumindest hier schon mal die ersten Sachen auch mit reingefüllt werden. Hier haben wir Titan, wobei Titan schon so gut wie voll ist. So, hier haben wir dann ja Alu. Da können wir hier vorne dann gleich anfangen. Alu. Genau, du machst Superlegierung, das ist gut. Alu wird natürlich ein bisschen dauern, ne? Weil da gibt es einfach nicht so viel. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Iridium können wir vielleicht noch mal mit angeben. Hauptsache, dass halt überall ein bisschen was gleich geholt wird. Jawohl, das ist schön. Dann machen wir hier noch Uran, weil dann können wir nämlich an den Uranextraktor noch gehen und das einstellen. So, Osmium, du bist eigentlich voll, deswegen mache ich das jetzt mal nur hier und hier. Dann haben wir hier Zeolit. Zeolit habe ich allerdings noch nicht, keinen Extraktor. Superlegierung können wir natürlich einstellen, die Nachfrage. Und wir machen hier jetzt mal das Angebot alles. Angebot alles, also egal was da hergestellt wird, alles was hier drin ist, wird dann sofort von den Drohnen geholt. Man sieht es ja. Genau. Und die schleppen das dann gleich da hinten in den Schrank rein. So, das schaut mir aus. Lila. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich tue mich da immer schwer mit den Farben. So. Den Superlegierungsstab sollte ich eigentlich vielleicht hier in den letzten Schrank mit reintun. Dass wir hier. Wo bist du? Habe ich die noch? Doch, da. Jetzt habe ich schon Schrecken gekriegt. So, Superlegierungsstab. Was war denn? War das nicht Osmium und Schwefel? Ich weiß es nicht. So. Das Gute ist, ich kann im Grunde hier ja angeben, Angebot, dass alles Angebot ist. Dann brauche ich manche Sachen einfach nur hier in die drei Schränke räumen. Das war nämlich auch so ein bisschen mein Hintergedanke, dass ich das einfach hier dann angebe und zack, die verteilen mir das dann. Die tue ich mal raus, die kommen nach innen rein. Genau, tun wir mal hier rein. Und wir haben ja sogar noch Triebwerke. Und draußen habe ich auch noch mal Triebwerke rein, ne? Oder hatte ich dann da? Zack. Ja, und jetzt wird es langsam mit. Jo. Lasst uns mal hier die Sachen abfliegen. So, schauen wir erst einmal zur Superlegierung.
Zack. Angebot. Superlegierung. Dann müssten die eigentlich, genau, dann sind die nämlich auch schon unterwegs. Ansonsten hier habe ich ja nichts weiter. Das heißt, wir können dann gleich zum nächsten. Wir gehen dann erst einmal zum Osmium. So, hier machen wir einfach alles. Hier machen wir einfach alles. Das ist im Grunde sowas wie ein Schmeiß einfach rein das Zeug Ding. So. Hier machen wir alles. Da habe ich jetzt keinen Bock, das einzeln anzugeben. Und dann sind die jetzt ja sowieso erst einmal beschäftigt, bis das ganze Zeug weggeholt ist. So, Super League. Und dann brauchen wir jetzt nur noch Uran. Hier machen wir alles. Hier machen wir alles. Und hier machen wir einfach alles jetzt auch. So. Dann haben die jetzt erst einmal was zu tun. Wir gehen zurück zur Basis. Gut. Das freut mich jetzt halt schon mal. Jetzt brauche ich mich nämlich da erst einmal nicht mehr drum kümmern. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, schauen, dass wir Strom nach oben bekommen, weil wir haben jetzt halt nur noch die 3,15. Mann, das dauert halt jetzt noch mit dem Pulsarquarz 175 GTI. Wir sollten da, wann ist denn das da? 56,8, wobei das Exoskelett, ich weiß nicht. Ich habe noch drei Plätze frei. Na ja, gut, machen tun wir es dann. Aquarium und so weiter, dann kann man das alles schön eins nach dem anderen dann freischalten. Insektenverteiler, Rakete, Bohrer, Pflanzen wachsen so langsam. Wir haben hier den Baumsamen Shreox nochmal. Es reizt natürlich schon, wenn man jetzt halt einen besseren Baumsamen hat, die anderen Baumsamen auszutauschen, ne? Aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich da muss den, was ich da für den DNS-Manipulator brauche. Ja, und da brauche ich Mutagenstufe 2 und da habe ich, glaube ich, gerade mal zwei Stück. Ja, zwei Stück habe ich da gerade mal. Naja, deswegen möchte ich auch unbedingt dann das Labor machen. Und es hat schon geheißen, also dass das triggert, dass ich das jetzt plötzlich so nach oben setze, wobei ich ja hier so wunderschön auf der Wasserhöhe bin. Wir können das Labor im Grunde auch ein bisschen weiter wegbauen. Also, weil ich möchte das nämlich schon irgendwo hinbringen, wo es dann separiert ist. Also, das Labor würde ich jetzt lassen, weil mir gefällt es, wenn das mal auch so eine Stufe drin hat. Da können wir einfach weiterbauen, eine Gangway einfach bauen. Und dann können wir da hinten vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ungefähr hier, da wo dieser Tümpel ist für die Frösche, können wir dann hier das DNA-Labor hinbauen. Dann kann man nämlich hier auch die Schränke, wenn wir die dann freischalten, die richtigen, die großen, kann man dann damit reinmachen, Auto, Fertigung und so weiter. Und dann können wir hier das mit den Fischen vielleicht alles machen. In dem Bereich. Schwimmen eigentlich hier schon ein paar Fische? Nee, ne? Also wenn dann nur wahrscheinlich ganz selten. Es wäre halt schön, wenn man das, wenn ich einen Glasboden reinmacht, wenn man dann hier das alles sieht, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Dass ich das wirklich hier so platziere, dass man die Scheiben im Grunde hier drüber hat, ne? Hehe. So. Es gibt viel zu tun. Fangt schon mal an. So. Kann ich jetzt bei euch angeben? Jawohl. Hier zum Beispiel Angebot Wasser. Dann kann ich da oben die Schränke jetzt halt nämlich auch befüllen lassen mit Wasser. Nachfrage Wasser.
Hier ist halt voll, aber das ist egal. Jetzt muss halt die Warenverteilung angegeben werden, ne? Das ist so. Bei den Algen weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Das muss ich auch mal gucken. Nachfrage Algen. Aber das machen die wahrscheinlich nicht, weil die Algen kann ich nicht angeben. Also unten an dem Gewächsding sie. Die muss ich immer selber noch rupfen, ne? Ne, da kann ich nichts angeben. Also Algen muss ich definitiv selber rupfen. Rein theoretisch könnte ich sie dann vorne in den Schrank reinschmeißen, aber ich bin ja eh hier schon in der Nähe, also wäre das dann auch ein Quatsch, wenn ich die in irgendeinen Schrank schmeiße, wenn ich ja schon da bin. Aber für alle anderen Sachen, die dann so sind. Ich muss auch noch weiter mit dem Licht bauen. Ne? Wir könnten noch ein bisschen Licht machen vielleicht. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Nehmen wir mal... Warte mal, was brauchst du da nochmal? Nee, nicht die Dinger, sondern die Strahler. Ach so, Eisen und Magnesium. Ja, Entschuldigung. Nehmen wir mal 10 Stück raus. 10, habe ich gesagt. Upsi, was war jetzt das? War wieder so ein Laderuckler. So, machen wir mal. Bist du richtig ausgerichtet? Ja, doch, das passt schon. So. Dann ungefähr hier, Mitte. Ist schade, dass die Ausrichtung nicht bleibt. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? So, dann haben wir das hier beleuchtet. Ja, mich würde es mal freuen, wenn so eine Handelsdings hier runterkommt hier. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber das scheint mir normal zu sein. Das ist, glaube ich, das ganz normale Zeug. So, Lampe. Wird mir bloß bald der Strom ausfallen, ne? Weil die Lampen, die brauchen ja auch Strom. Auch wenn es nur 0, irgendwas ist. Ja, und das war genau die eine Lampe zu viel. Das heißt, ich muss mich jetzt halt auch noch darum kümmern, dass wir mal den... Na ja, gut, ich kann kein Fusionsding bauen, weil ich keinen Pulsarquarz habe, ne? Hi. Okay. Uran. Nachfrage. Uranstäbe. Dann nehmen wir uns mal 9 Stück raus. Und dann bauen wir eben nochmal... Ach so, warte mal, ich habe ja gar kein Dingsi, ne? Kein Schwarzpulver. Kann ich? Ich könnte doch hier auch irgendwo einen Auto Dingsi machen. Oder warte mal, wir können uns doch hier das Schwarzpulver herstellen lassen. Wir haben doch alles da. Hier, Schwarzpulver. Mach mal. Wir brauchen jetzt halt nur 3 Stück. Dankeschön. Dann können wir uns Wasser holen von oben. Weil ansonsten kommt dann das Schwarzpulver eben hier rein. Ich bin mir sicher, dass ich wieder irgendwas vergessen werde. So, Wasser, 6 Stück, 4, 5, 6. 3, 6. Nee, du bist jetzt falsch. 1, 2, 3, wir brauchen 9 Stück. 9 Wasser brauchen wir. Das ist jetzt doof.
Dann stelle ich euch jetzt eben dahin. Oh, Superlegierung habe ich vergessen. 1, 2, 3. Du bist eine seltene. Dankeschön. So, ich denke, ich muss noch eine Zeit lang die Teile bauen. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben Strom, ne? So, ich würde dich gerne hier hinsetzen. Ich hacke da auf der Tastatur rum, dass ich das hinbekomme. Ja, das ist doch eigentlich nicht schlecht schon. Komm, platziert. Mensch. Mein Rumgespiele immer hier. Halt. Da können wir noch angeben. Angebot. Wasser. Da können wir noch angeben. Angebot Wasser, dass wir den Schrank hier leer bekommen. Und sollten die eigentlich das auch... ja, doch. Kommen. Ja gut, und die meisten haben ja wahrscheinlich jetzt halt eh den Weg, ne? Und dafür brauchen wir auch noch diesen einen Satelliten für die Drohnen-Info. Da könnten wir mal gucken, was wir da brauchen. Warst du das? Drohnen-Visualisierungsrakete. So, pinne ich mir mal an. Eigentlich nicht schwer. Ein Triebwerk, zwei Leiterplatten. So, ein Triebwerk, zwei Leiterplatten und einen Stab, Superlegierungsstab. Dann können wir nämlich die Rakete auch schon losschicken. Das ist doch cool. Dann haben wir nicht nur Drohnen, sondern auch deren Überwachung. Hoch mit dir. Was zeigt... Achso, zeigt einfach nur die Drohnen. Das heißt, wir brauchen die eh nur ein einziges Mal. Das ist wieder nur die Frage, wie die gezeigt werden. Schön. Schön. So ein 2D-Ding, sie. Die fliegen jetzt wahrscheinlich erstmal. Ich weiß nicht, inwiefern die das priorisieren, wo sie hinfliegen. Ich habe keinen Plan. Ich denke mal, dass das Ding hier schon leer ist, aber der fliegt jetzt zum Beispiel zum Iridium. Ach, ist das schön. Da kannst du jetzt stundenlang, oder mache ich mal ein Video, eine halbe Stunde nur Drohnen beobachten. Mein Gott, aber die fliegen jetzt tatsächlich zu dem Extraktor. Zack. Und dann wieder zurück. Ja, und wir müssen natürlich Drohnen bauen, ne? Das ist ganz klar. So, was wird denn als nächstes frei? Das Exoskelett bei 86. Dann Aquarium, was mich noch nicht interessiert. Die Leiterplatten sind auf jeden Fall interessant und Pulsarquarze. Aber ich denke, und das wird auch interessant, der Portalgenerator. Es ist nur schade, dass hier 250 und hier 350, weil Portal, da soll man sehr viel sammeln können. Da wäre der Rucksack eigentlich vorher sinnvoller gewesen. Erst der Rucksack, dann das Portal. Aber gut, was will man machen, ne? So, das ist ja dann die Fischeier, genau. Ja, aber was mich interessiert, wie gesagt, Leiterplatten, Pulsarquarz. Wir werden mal gucken, ob wir... Nee, können wir gar nicht. Wir können den Fusionskern nicht herstellen, wenn wir keinen Pulsarquarz haben. Das ist einfach das Blöde. Wir können noch nicht in die Schiffe rein. Nee, wir kümmern uns das nächste Mal um die ST3, dass wir die noch aufbauen. Jetzt haben wir erst einmal diese hier, die ja uns schon mal gute Dienste leisten. Genau, mehr kann man ja da nicht angeben, das passt dann schon. Haben wir erst einmal die uns gute Dienste leisten. Dann werden wir da vorne beim Alu erstmal eine noch hinstellen, weil Aluminium brauchen wir definitiv. Alleine schon für die Superlegierung. Und dann machen wir so eins nach dem anderen. Mit unseren ST3. Yep, freue ich mich drauf. Und wie gesagt, das mit den Fischdingern und so weiter, das kommt alles noch später. Das kommt dann alles später noch. Oh, habe ich da wieder eine ungewöhnliche? Sammel die mal alle weg. Snack, Snack. Lecker. Okay, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.